mit so einer Flappe am Tisch rumsitzen und vor sie hinmuffeln. Ist dies ein Wunder? Schon über 100 Jahre sehe ich diese bunt befleckte Kühlschürze. Ihr könnt am Abendkleid hier sitzen und die Krümel mit den Pailletten vom Tisch. Was sehe ich mir überhaupt auf? Manche Frauen können anziehen, was sie wollen, denen steht überhaupt nichts. Ja, manche Männer können ausziehen, was sie wollen. Ja, na, na, na. Ich muss blind gewesen sein, ja? Als du mir zum Standesamt geschleppt hast. Ich dir? Du mir? Ja, du mir auch. Wenn Goethe mir gekannt hätte, ja, würden sie heute am Theater nicht die Leiden des jungen Werther spielen, sondern die Leiden des alten Hugo. Ach, und an dem Drama soll ich schuld sein? Bloß komisch, dass mein erster Mann nie an mir was auszusetzen hatte. Der hat zum Beispiel jeden Morgen zu mir gesagt und mir einen Kuss auf die Backe gegeben. Ja, nur muss er ja nicht mehr. Nur hat er endlich seine Ruhe. Ja. Das war noch ein Mann, der hätte nie zu mir gesagt. Schieb mal den Käse rüber. Der läuft ja schon weg. Siehst du, so ja, der Käse rennt weg, wenn er dich sieht. Ich wäre immer dünner. Und du? Ich habe neulich gesehen, auf der Waage, ja? Hast du schon wieder ein Kilo zugenommen? Ich hatte ja noch Strumpfhosen an. Kann ich jetzt eine rauchen? Bitte? Kühler wie zu Hause. Gut, also nicht. Kriegst du nicht so einen kleinen Schnappus hier? Hugo, mir reicht's. Die Fragen hier stelle ich, ja? Hast du zu Hause meinen Zettel gefunden? Ja, ich habe ja keinen gesucht. Hast du die Aufträge erledigt? Hast du alles eingekauft? Ja, und wie? Steht alles im Keller. Was, die Esswaren im Keller? Ja. Sekt steht immer im Keller. Du solltest da ja keinen Sekt kaufen. Woher hattest du denn nicht Geld? Hast du einfach Pump? Mario hat mir ein paar Scheine hingeblättert. Mario, unser Sohn, der ist doch nicht etwa auf die schiefe Bahn geschlittert? Ja, du weißt doch, dass er nicht nach dir kommt. Woher hat der Junge das Geld? Der ist doch noch Lehrling. Mutter, du wirst daran gewöhnen müssen, dass wir ab 1. September einen reichen Sohn haben. Hast du wenigstens keine Fremden ins Haus gelassen? Die wo? Nein, Altbekannte. So, dann hat er hinterher hoffentlich aufgeräumt. Ja, ich bin ja 7-mal bin hin und her gefahren. Ja. Was heißt hier hin und her? Wo bist du hin und her gefahren? Na, auf dem Platz da, wo immer diese Gerümpel-Auktion ist. Was hast du denn da gemacht? Ja, weißt du, unsere Möbel, weißt was? Du? Unsere schönen Möbel hast du da hingebracht? Ja, bloß das, was noch zu gebrauchen war. Das ist Stuhllehne, kaputten Tisch und was? So. Mein Tisch? Den Mahagoninen? Nee. Der war doch noch nagelneu. Ja, siehst du, das ist es ja, nicht? Jetzt kommt es, ja? Als die Skatkarten da auf dem Tisch lagen, das ist ja plötzlich weggekippt. Was? Wegen so eine kleine Skatkarte aus Pappe? Nee, nee, da war ja natürlich noch die Faust dran. Und wer soll das bezahlen? Ja, immer der. Der verliert. Und wer hat verloren? Der Schlechteste. Hugo, ich sage dir. Hast du mir wenigstens was Positives mitzuteilen? Ja. Ja, ich war gestern beim Organisten. In der Kirche? Nee, in der Poliklinik. Mein Leberbefund ist positiv. Hm. Hat dir der Doktor endlich Wein, Weib und Gesang verboten? Ja, und nun will ich erst mal mit Gesang aufhören. Was?
Da bin ich über Abwasch gestürzt. Ja, gestürzt bin ich. Ja, gestürzt bin ich über Willi. Willi, der lag ja so plötzlich in der Küche rum, ja. Also hast du nur abgewaschen oder nicht? Ja, bis auf einen Teil, ja. Was, ein Teil hast du vergessen? Nee, ein Teil muss ersetzt werden. Ein Teller? Nee, ein Service für 12 Personen. Hugo, du hast doch nicht etwa mein schönes neues Service kaputtgeschmissen? Nee, wieso ich, nicht? Der Boy. Was denn für ein Boy? Nee, der Boiler. Also Hugo schiebt nicht immer alles auf andere Personen. Der Boiler. Der hängt doch an der Wand. Ja, hink. Aber nicht mehr als Paul Klopte. Hugo, ich will jetzt wissen, wieso der Boiler runterfällt, wenn Paul klopft. Schnuckelchen, kanntest du eigentlich unseren großen, schönen Spiegel, der da im Flur stand? Ob ich den kannte? Das einzige Erbstück, was ich mir von Tante Alisa erkämpft hatte? Ja, siehste, und dieser Erbspiegel, der war im Wege, ja. Also, das ist eine Erklärung wert. Ja, der Paul wollte unbedingt den Flohwalzer spielen. Hör auf mit den dämlichen, mit den dusseligen Flohwalzer. Ich will wissen, warum, wenn Paul kloppt, der Spiegel runterfällt. Ja, Paul hat ja mit dem Fuß gekloppt, ja? Denn der hatte ja schon das Klavier unterm Arm. Was? Oder hatte ich etwa vergessen, dir dies zu berichten? Ein Klavier? Klavier unterm Arm, rechts oder links? Ja, wenn ich ehrlich sein muss, vierhändig. Mensch, wo sollte der dämliche Klavier hin? Ja, siehst du, du wirst es schon vernünftiger, ja? Jemand, der Paul meinte, die beste Akustik ist, wenn man das Klavier um 180 Grad dreht. Hm? Hugo, auf unserem winzigen Korridor, da passt doch ja kein Klavier hin, die Schei, man kann das doch ja nicht umdrehen. Ja, früher nicht, ne. aber jetzt, ja, jetzt ist ja Flur, Toilette, Wohnzimmer, Schlafzimmer, ist alles ein einziger schöner, großer Raum. Ich bin sprachlos. Das ist so, so hat ihm jede Katastrophe sein Gutes.